Anja und willkommen zu einer neuen Folge Fashion Famous. Wir haben heute als erstes Outfit-Thema Fancy Holiday Party, also hübsche Urlaubsparty, und wir müssen uns jetzt hier ein hübsches Outfit zusammensuchen. Und wieder dabei ist logischerweise die, die immer mit mir Fashion Famous spielt. Denn alleine kann ich das nicht. Ja. Ich brauche die moralische Unterstützung. Die Ikone und das Topmodel aller Models. Das die wunderschöne und allerbeste. Hallo. Hallo. Okay, was würde man denn auf einer fancy Holiday Party anziehen? Rote Haare habe ich, die sind tipptopp. Die gefallen mir gut. Ich mache jetzt ein bisschen orangenes Outfit. Ich glaube, das wäre ganz gut. Was ist denn das? Habe ich Orangen im Gesicht? Orangen. Orangen im Gesicht. Du hast Orangen im Gesicht, hä? Und hier hat irgendjemand was mit einem Gesicht verhauen, weil hier sind zwei Münder. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Wir haben zwei Münder und zwei Augenbrauen. Warte, kriege ich die beide? Oh Gott, ich sehe aus wie ein Dämon. Nee. Okay, das ist süß. Das ist süß, das holt mich mehr ab. Also ich war jetzt schon lange nicht mehr auf einer Fancy Holiday Party, deswegen bin ich nicht ganz sicher, was der Dresscode da ist. Aber ich bin mir sicher, man kann hier was zaubern. Ich bin mir sicher, du machst es richtig, Ronja. Ich bin mir auch sicher. Das ist richtig schön. Oh Gott, das passt nicht. Das ist nicht schön. Was hast du denn so? Nicht, dass ich was klauen will, aber nur als Inspiration raus. Ich habe noch nicht viel. Ich habe bisher nur eine Mütze. Okay, ich mache Thematik dunkelblau. Dunkelblau gefällt mir gut. Passt zwar null zu den Haaren, aber das ist überhaupt ein Problem. Da kümmere ich mich später drum. Okay, vielleicht das? Oh ja, ja. Vielleicht passt es doch zu den Haaren. Gehst du auf Partys? Bist du ein fancy Holiday-Party-Mensch? Er weiß auch nicht so genau, was es heißen soll, aber ich kriege es auf jeden Fall hin, Ronja. Okay. Ich habe schon das richtige Outfit. Das geht für jede Party ganz gut. Das geht für jede Party gut? Ja. Okay, ich tue so, als wäre ich ein ungeladener Gast und wüsste nicht, was das Dresscode-Thema ist. Aber, oh Gott, nein, das ist kein Look. Weil die Schleifen mache ich sofort wieder raus. Aber natürlich ist mir eins wichtig, denn ich möchte warm bleiben. Deswegen ziehe ich mir eine Kopfbedeckung auf. Und zwar... Exakt. Keine von denen, weil die sind alle hässlich. Na gut. Dann halt nicht. Dann eben doch keine. Die Outfits, ich habe nicht die Wahrheit gesagt. Die Outfits sind alle hässlich. Ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll. Das sieht alles blöd aus. Okay, weißt du was? Vielleicht ist es eine Motto-Party. Deswegen habe ich mir jetzt ein Geweih aufgezogen. Du hast ja ein Geweih. Das war eigentlich mein Plan. Das war eigentlich mein Plan zuerst. Ich bin richtig zufrieden damit. Und die Fashion Famous Show geht los, yeah. Das ist die Jury. Let's go, die besten Outfits werden wieder bewertet. Und Leute, ich sag euch, richtig, Ronja ist als erstes dran. Okay, mal gucken, was hat sie denn? Ronja hat ein Kleid, das sieht ganz nice aus. Ich mag ihren Rock, ich mag ihre Haare. Ey, von mir kriegt sie 5 Punkte. Das Geweih ist actually ganz nice. Ich habe mir das gar nicht so gut vorgestellt. Ey, wirklich richtig gut. Ronja, hast du gerade meine Folge weiter für mich aufgenommen? Ich habe weitergemacht. Du warst dran. Und ja, meine Nachbarin ist gerade hochgekommen und hat mir Plätzchen gebracht. Das ist ja so cute, oh mein Gott. Ja. Es geht weiter. Oh, das sieht süß aus. Aber die war nicht so gut wie du. Die war nicht so gut. Ich gebe dir 3 Sterne. Nee, ich gebe dir 4 Sterne. Ja. Ich habe jetzt wahrscheinlich die Hälfte einfach nicht gewertet, gell? Nee, es ging gerade los. Oh, es ging gerade los. War ich die Erste? Ja. Hey, sick. Felices Fiesta! Oh, das sieht süß aus. Sieht wirklich gut aus. Ich glaube, ich bin leider kein Versierter. Ich gebe mir auch 4 Sterne. Oh, die sieht süß aus. Sie sieht ein bisschen aus wie eine Prinzessin, oder? Ja, das sieht voll schick aus. Ich mag ihr Oberteil. Oh, ich gebe ihr 5. Ich finde sie richtig gut. Sehr schön. Die hat sogar Armringe. Hast du das gesehen? Ja, sie hatte sogar Arme. Sie hatte sogar... Oh mein Gott, du siehst so süß aus. Damn. Wilde Mütze, wo hast du die denn her? Ja, oder? Ich wusste wirklich nicht, was ich tun soll, Ronja. Nein, aber irgendwie funktioniert es. Es sieht wild aus, aber irgendwie auch sehr gut. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Danke. Freut mich. Bitte. So, Susia. Susia ist eher ein 4-Sterne-Kandidat für mich, muss ich sagen. Aber gut, oder? Ich meine, die sind alle rot angezogen. Das ist ja, ist vielleicht ein... Ja. Okay. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Okay. So, aber Frodo Lady ist nicht rot angezogen und hat... Okay, nee. Ist einfach ein anderes Holiday. Ist so cute. Ich weiß nicht, was das für ein Holiday ist, aber es ist mehr so ein Oster-Theme. Das sind eher 3 Sterne, es tut mir leid. Line Lotta hatte leider keine Zeit. Hat versucht, sich noch auf Krampf einen Top anzuziehen, damit sie nicht komplett unbedeckt hier ist, aber... Ja. Aber das
top. Das ist wirklich. Weißt du was? Es gibt einen Traurigkeitsstern. I'm sorry. Nein, oh nein. Nein, die Arme. Die hat's nicht geschafft. Es ist okay, Line Lotta. Wir waren alle schon mal der Unangezogene, weil wir keine Zeit hatten. Okay, was? Oh, ich hab gewonnen. What? Nice. Quasi Holiday Party Experte bist du, bin ich. Yeah, voll gut. Also wie viele Punkte hast du? Lass mal gucken. Du hast 20. Und ich hab 13. Du hast 13. Ey Leute, ihr habt alle keinen Geschmack, ne? Die hassen dir. Die hassen dich alle. Ja. Du hast 1, 2 mehr als Line Lotta. Alles klar, unsere nächste Kategorie ist Crazy Shades. Und ich nehme an, verrückte Farbtöne und nicht verrückte Sonnenbrillen. Oder? Bei Sonnenbrillen gibt's nur eine. Verrückte Farbtöne? Ja. Bin ich hier am falsch übersetzen? Ich hoffe nicht. Nee, ich glaube, du machst es richtig. Ich habe nur keine Ahnung, was das heißen soll. Okay, ich färbe schon mal meine Hautfarbe blau. Ich denke, da sind wir schon mal mit einem Crazy Shade dabei. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das verstehen nur alle. Sonst sind die alle ein bisschen erstaunt. Oh, warte, nee, ich mache einen Farbverlauf. Was? Hier, dann mach machst du einen Farbverlauf von deinen... Ich mache hier den blau-lila. Der ist doch so verlaufen, oder nicht? Die gefällt mir besser. Oh, du hast schon ein Gesicht. Ich kann mich halb... Guck mal, Ronja. Was? Ich bin halb rot und ich bin halb warte. Rosa. Wenn ich mich mach halb in Gelb reindippe. Ich hab einen gelben Kopf. Okay, ich habe ein gelbes linkes Bein. Ja, nice, Alter. Okay. Oh, nein, da war ich zu übereifrig. Da wollte ich zu viel. Nein, nein, nein. Okay, ich habe mein Lila verloren. Okay, ich bin jetzt wahrscheinlich die nächste Minute hier am Körper. Ah, ich darf nicht so lange stehen bleiben drin, okay. Ah, oh Gott. So richtig stressig hier. Wie hast du das gemacht? Das auch. Ich fand's super easy. Ich mache mir ganz viele Flügel. Okay. Ich mache mir so 100 Flügel in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich bin jetzt bunt. Ich brauche jetzt noch ein Gesicht. Ich habe jetzt viel Zeit verschwendet mit dem Körper. Irgendwie sieht es auch richtig wild aus, wenn der läuft. Ich habe keine Ahnung, warum. So, hier ein Einhorn auf dem Kopf. Okay, hier süßes Gesicht. Zack, zack, zack. Die ist erstaunt von ihren vielen Farben. Dann mache ich mir... Ist das eine bunte Haarfarbe? Nee, oder? So richtig oh, die sind sick, die Flügel. Boah. Boah, die sehen richtig gut aus. Ich bin richtig überzeugt. Okay, dann mache ich mir hier noch, Lila... hier die Blumen, die sind noch grün. Und dann brauche ich Haare, dann nehme ich auch die grünen. Die passen dann zu meinen Blumen. Tipptopp. Oh nein, ich ziehe mir ja was an. Ich kann mir keine Haare mehr nehmen. Du kannst dir keine Haare mehr nehmen? Nee, weil ich zu viele Sachen habe. Wieso? Was hast du denn gemacht? Was soll denn das? Was hast du denn getan? Ich habe zu viele Sachen, zu viele Flügel. Ach Ronja, du kennst doch das Problem. Klar, so, jetzt ist wieder Platz, okay. Okay, ich brauche jetzt irgendwas. Ich glaube, ich brauche was Weißes, damit meine Hautfarbe wirklich strahlen kann. Okay. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Oh, hier, so oh mein Gott, du siehst wild aus. Du siehst crazy aus. Absolut. Ja, dein Gesicht ist voll cute. Okay, ich brauche irgendwelche Kopfbedeckung. Noch eine Minute fast. Okay, hier sind die ganzen Flügel. Die brauche ich alle nicht. Kopfbedeckung. Kann halt nichts mehr nehmen. Ich habe alles schon full. Oh, mehr geht nicht. Ich hole mir die Hörnchen hier, die sehen süß aus. Die sehen sehr mystisch aus. Ich bin heute in Hörnchenstimmung, glaube ich. Okay, dann nehme ich mir hier. Alright, yeah, ich bin ready. Einhornschwert? Nee, den Luftballon. Ich kann mir beides nehmen. Nee, ich kann mir nur den Luftballon nehmen. Ich muss das Einhornschwert wieder ablegen. So, wo ist es? Einhornschwert. Ja, Einhornschwert halt. Wo ist es denn? Ich finde es gar nicht. Okay, ich habe jetzt das Einhornschwert. Es ist, wie es ist. Nice. Kann man halt auch nichts machen manchmal. Okay, Ronja, Zeit ist vorbei. Okay. Jetzt alles? Ich bin perfekt ausgestattet. Ich wüsste nicht, was ich mehr wollen würde. Tipptopp, du siehst wild aus. Wir sehen unglaublich aus. Oh, die anderen Leute aber auch. Hast du kurz gesehen, die eine gegenüber echt rumgelaufen ist? Verzauberter Wald. Verzauberter Wald, du hast gut passt. Wir sind auch verzauberte Leute. Okay, hier sind unsere Juroren. Hier der rechts auch wieder mit dem Thema Crazy Shades. Hat sich auch die hellblaue Farbe genommen. Alles Käse auf erste Platz. Oh mein Gott, du siehst verrückt aus. Ja, hallo Leute. Okay, wie viele Flügel? Wie viele Flügel sind das? Es sind nur 3 Paar. Sieht aus wie 10. Die vor allem backen, die sich so pretty. Pretty, danke. Oh, ich weiß ja nicht. Oh, die sieht süß aus. Oh, der gebe ich auch 5. Die sieht aus wie eine Fee. Die sieht so hübsch aus.
Ja, mega. Die sieht voll aus, wie als wäre die frisch aus irgendeinem Barbie-Film oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, stimmt. Die ist so süß. Okay, die verdient es auf jeden Fall zu gewinnen. Aber das war nicht so crazy. Okay, ich habe hier Farbenfroh. Ich versuche mal zu winken. Mein Körper mit den unterschiedlichen Farben. Das ist einfach ein gelben Arm. Ich habe einen gelben Arm. Oh, Lina Lotta ist voll die Positive. Die schreibt immer ihr Feedback dazu. Cool and pretty. Oh mein Gott, Alter. Oh, damn. Auch cool. Ah, muss ich sagen, fand ich aber schon andere Farben besser, weil das hier ist ein bisschen halt schwarz und eintönig. Deswegen kann ich hier nur 4 Sterne geben, muss ich sagen. Ja. Yeah. Okay, Lina Lotta. Let's go. Ah, leider ähnliches Problem mit den Farbtönen. Oh. Sie schreibt, sie hat es leider ein bisschen verstanden. Was Nettes. Ich gebe ihr auch 4 Sterne. Ja, die war nett. Die war voll lieb. Das sieht wild aus. Das ist ein bisschen V, hä? Ja. Okay. Das sind Flügel. Die hat Lamasocken an. Das Gesicht ist voll cute. Ich gebe ihr 5 Sterne für die Lamasocken. Die Lamasocken finde ich gut. Ich meine, hast du Lamasocken? Ich hab keine, aber ich habe welche mit Schweinen drauf. Mit Schweinen? Oh, die ist auch süß. Honestly, alle richtig gut. Ja. Alle richtig bunt. Okay, das sind 4 Sterne, da fand ich das eine davor besser. Oh, sie hat aber so schöne Augen gehabt. Sie hatte wirklich schöne Augen. Sie ist sehr regenbogenig. Jo. Was kein Wort ist, aber okay. Naja. Ich glaube, das war's. War's das schon? Okay, dann Tribüne. Nie im Leben kriege ich da irgendwo einen Platz. Come on. Nein! Lina Lotta! Hat's geschafft! Obwohl, Lina Lotta, herzlich willkommen. Ja, wahrscheinlich einfach, weil die ganze Zeit liebe Sachen geschrieben hat und alles sich gedacht hat. Oh, ich mag die. Ja, cool. Alles klar. Oh, der Letzte. 15 Punkte. So aber ist okay. War zu crazy. Da waren die Leute noch nicht bereit für die 3 Hautfarben in einer. Hm. Aber das ist in Ordnung. Das war's mit dieser Folge. Fashion Famous. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im Dings wieder, im neuen Jahr. Ich glaube, das ist meine letzte Folge vor Silvester. Habt alle ein schönes neues Jahr. Guten Rutsch und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.